Für uns ist es jetzt schon so eine Art Heimspiel geworden, zwar nicht hier direkt in Bruneck, sondern eher in Geis beispielsweise, wo wir bei Hannes Kronbichler im Hotel Winscher untergebracht sind, Top-Bedingungen vorfinden, sowohl am Platz als auch bei der Unterbringung beispielsweise. Wir sind hier sehr, sehr warm letztes Jahr schon empfangen worden, nicht nur vom Wetter her, sondern auch von der Herzlichkeit der Menschen hier. Das werden wir, kleiner Spoiler, jetzt gleich wahrscheinlich das ein oder andere Mal von den Protagonisten, die hier neben mir sitzen, auch nochmal hören. Dieses Jahr ist sogar ein bisschen was anders. Letztes Jahr hat Geis den Aufsteiger begrüßt. Da stand dann auch ganz groß auf dem Plakat. Dieses Jahr begrüßt Geis den Bundesligisten. Und dann fragen wir doch mal den Bundesliga-Trainer Thomas Reis beispielsweise. Wie sind denn die aktuellen Bedingungen? Ist es gleich geblieben zum vergangenen Jahr? Gibt es sogar noch eine leichte Steigerung? Oder siehst du noch an irgendeiner Stelle, Vorsicht, was du sagst, Optimierungsbedarf? Ja, erstmal einen schönen guten Abend. Ist natürlich auch bis hier nach Bruneck vorgedrungen, dass der Druck ein bisschen erhöht wird. Wir reden jetzt anscheinend schon von den oberen Tabellenplätzen. Also wir sind natürlich, bleiben auf dem Teppich. Wir haben letztes Jahr tolle Bedingungen gehabt, haben da einen Grundstein gelegt, um eine sehr, sehr gute Saison zu spielen. Ich denke, wenn man sagt, der Platz, muss ich sagen, ist im noch besseren Zustand. Die Unterbringung war wie im letzten Jahr optimal, sodass die Truppe sich dementsprechend auch gut vorbereiten kann. Und wir wollen natürlich auch wieder den Grundstein legen, rede ja immer vom Wunder, und wir werden alles dafür tun, dass wir auch nächstes Jahr wieder herkommen und immer noch Bundesligist sind. Genau, an der Stelle, ich brauche nichts mehr sagen, egal was die Jungs hier heute von sich geben, immer sofort radikal Applaus spenden, kommt sehr gut an, sowohl in Bild und Ton als auch hier auf der Bühne. Links zu meiner Seite, der Martin Huber hat gerade gesagt, wir wollen nicht hoffen, dass der VfL so oft hinten rum spielt. Links von mir sitzt einer, bei dem wird sehr oft hinten rum gespielt, beispielsweise, weil er ist der 11. Feldspieler von uns, und das haben inzwischen auch jede Menge andere Bundesligisten erkannt und anerkannt. Du bist im gesegneten Alter von 32? Akzeptiere ich. Genau. Das hatten wir so abgesprochen, auf jeden Fall. Bundesligaspieler geworden. Wie fühlte sich das erste Jahr so für dich an? Ja, es war schon was Besonderes. Also das ist einfach, hat jetzt gar nichts mit den Gegnern prinzipiell zu tun, weil die letzten Jahre waren in der zweiten Liga auch ein paar Mannschaften, die man eigentlich aus der Bundesliga kennt. Aber wenn man halt Samstag 15.30 Uhr spielen darf, am Ende auch immer auf die Bundesliga geguckt wird, mehr als auf die zweite Liga, was ganz normal ist. Auch im Umkreis, im Freundeskreis, in der Familie, dann ist das einfach eine ganz besondere Auszeichnung und hat mich ungemein gefreut, und ich habe auch nichts dagegen, wenn ich in der Bundesliga meine Karriere beenden kann. Du merkst, wir haben die im Griff auf jeden Fall. Also es klappt. Wir bleiben auch bei diesen Aussagen. Rechts von mir Thomas Reis und links von mir Manuel Riemann. Es gab ein Novum letzte Saison beispielsweise. Die beiden waren Gäste im ZDF Sportstudio. Das heißt, Millionenquote auch noch für den VfL Bochum, der vorher gefühlt 20 Jahre darauf warten musste, überhaupt ins ZDF Sportstudio eingeladen zu werden. Fangen wir mal bei dir eben kurz an, bevor wir dann gleich zu Toto kommen. Wie ist das so, wenn man dann doch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht, als man das eventuell aus Zweitliga-Zeiten gewohnt ist? Ja, einerseits ist es natürlich schön, weil es ist ja eine Wertschätzung von der ganzen Arbeit. Ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, weil man noch mehr beäugt wird, welche Wortwahl man wählt, wie man gewisse Dinge artikuliert. Da muss man halt auch sehr, sehr vorsichtig sein, aber mir ist es lieber so, wenn man erkannt wird und wenn es dann natürlich noch sehr, sehr positiv läuft, ist natürlich umso schöner. Das war so, fand ich, schon die größte Veränderung, dass, so wie Manu schon gesagt hat, der Fokus erste Liga ein ganz, ganz anderer ist wie in der zweiten Liga. Ich nehme ja das Mikro, weil das wandert noch einmal eben kurz zu Manu zurück. Thema Artikulieren, damit hast du kein Problem. Auch gerne lautstark und nachdrücklich auf dem Platz. Radio Riemann hat zwischenzeitlich sogar Radio Müller in der Corona-Zeit abgelöst, als man jedes Wort hören konnte. Nochmal zurückkommt auf den Auftritt im ZDF Sportstudio, da hast du auch nochmal deinen Opa erwähnt. Dein Opa war dein erster Trainer, dein erster Kritiker im Grunde genommen, der sogar Strichlisten geführt hat über deine Statistiken. Was glaubst du, was hätte er dir so am Ende der letzten Saison gesagt? Was hätte er dir so mitgegeben, wie er die Saison fand?
ich glaube, er hätte mir exakt die Anzahl gesagt, der langen Bälle, die nicht angekommen sind. Und er hätte mich auf jeden Fall zusammengeschissen für meine Elfmeter, den ich geschossen habe. Ansonsten, glaube ich, wäre er aber ganz zufrieden gewesen. Jetzt mal unter uns, hört ja kaum einer zu, was ist da schiefgelaufen beim Elfer? Also der Ansatz war im Grunde genommen richtig, Vollspann rechts oben in Giebel, oder? Nee. Ihr habt das alle nicht verstanden. Ich habe in der dritten Liga einen Elfmeter verschossen, in der zweiten Liga einen verschossen, also muss ich in der ersten auch einen verschießen. Dann habe ich mir ein Spiel ausgesucht, wo es am wenigsten auffällt, und da habe ich das 2-0 gewonnen, hat doch alles funktioniert. Er ist übrigens aber auch der Torhüter, der in der dritten Liga, in der zweiten Liga und in der Bundesliga jede Menge Elfmeter gehalten hat. Also das nur mal so zum Ausgleich auf jeden Fall. Und auch in jeder Liga ein Tor vorbereitet hat. So. Und damit dann zum Capitano auf jeden Fall. Es gab selten einen jüngeren Spieler als dich, der sein Debüt in der Bundesliga gegeben hat. Bei ihm war es knapp 32, bei dir war es gefühlt 28. Ich habe mal zu einem Reporter gesagt, und er wollte es unbedingt dann auch in die Reportage einbauen, du bist sozusagen der Benjamin Button der Bundesliga. Du wirst gefühlt jedes Jahr jünger. Wie machst du das? Liegt es an dem französischen Gen? Ist es das deutsche Bier? Woran liegt es? Oder französische Wein auch. Mein tägliches Rotweinglas war jeden Abend, das kann auch helfen, glaube ich. Nein, ganz ehrlich, ich fühle mich immer noch gut und das ist auch das Wichtigste. Mein Körper macht auch mit und solange das so bleibt, würde ich auch weitermachen. Und du hättest den Kilometerrekord der Bundesliga geknackt, wenn nicht was passiert wäre? Wenn ich das Spiel gegen Hertha BSC nicht verpasst hätte. Darf man nicht machen, auf jeden Fall, ja. Aber obwohl, man muss sagen, mit wie vielen gelben Karten waren es am Ende der Saison? Genau die 5 dann tatsächlich? Ja, 5 am letzten Spieltag ist schon für mich schon was Besonderes. Ja, wollte ich gerade sagen. Also die Statistik sind wir von dir gar nicht gewohnt. Ja. Hast dich sehr zurückgehalten. Jetzt mal so für dich, wie war das Abenteuer Bundesliga, so das erste Jahr beispielsweise, so in der Retrospektive? Genau wie Manu erfahre. Ich habe jede Sekunde, die ich auf dem Platz verbracht habe, genossen, da sein zu dürfen. Ich habe so lange gewartet, einfach in der Bundesliga zu spielen, dass ja, das ist einfach pur Genuss, einfach auf dem Platz zu sein. Und das war am Anfang schon für die ganze Mannschaft ein bisschen schwierig, unseren Lauf zu finden. Aber dann haben wir unseren Rhythmus gefunden und ich glaube, dann ist es relativ gut gelaufen. Und ja, das wird diese Saison eine sehr, sehr schwierige Saison für uns sein, aber wenn wir alles investieren, das wir letztes Jahr investiert haben, haben wir ja schon wieder eine Chance, unser Ziel zu erreichen. Auf jeden Fall. Was außerdem schon ein bisschen anders geworden ist, ist der Fanzuspruch. Es sind deutlich mehr Bochumer da als im vergangenen Jahr. Da waren so ja, knapp 2 Dutzend, die uns die ganze Zeit begleitet haben, bis dann gegen Ende der Woche eine etwas größere Delegation dann noch vorbeigeschaut hat. Das ist jetzt schon anders beispielsweise. Die Menge, die hier ist, die Menge, die am Trainingsplatz ist, die ist schon richtig gut und es kommen noch mehr auf jeden Fall. Also wir hoffen auch auf eine kleine blau-weiße Karawane dann zu den Testspielen. Die können wir ja an der Stelle dann auch nochmal eben kurz ankündigen. Am Mittwoch gegen US Lecce und kommenden Samstag dann gegen Spezia Calcio. Beide Serie A-Vertreter, Lecce Aufsteiger, Spezia Calcio die Klasse gehalten. Beide Spiele in Brixen, also nicht am Platz in Gais, sondern in der Raiffeisen Arena in Brixen. Ich gehe mal davon aus, ihr seid dann auch alle zahlreich da. Wer auch zahlreich da sind, sind die Medienvertreter. Die sind auch mehr geworden als im vergangenen Jahr beispielsweise. Auch das offenkundig Ausdruck einer sehr, sehr positiven Saison. Und denen würden wir jetzt erstmal die Chance eröffnen, noch ein paar Fragen zu stellen. Ich gehe davon aus, die eine oder andere haben wir hier noch übrig gelassen. Und wenn die Herrschaften durch sind, dann ist es an euch, dann könnt ihr an die 3 Jungs hier rechts und links von mir Fragen stellen. Wer macht den Anfang? Jetzt kommen Klassiker aus der Pressekonferenz auf jeden Fall. Philipp Rentsch ist da, ich sag's nur, aber ne, geht trotzdem zu Günther Pohl weiter. Ja. Markus Rensinghoff von der Watz Bochum, Entschuldigung, so viel Zeit muss sein.
Ja, guten Abend. Wir brechen mal ein bisschen mit der Tradition, sonst fängt es tatsächlich immer Günter Pohl an oder Philipp Rentsch. Ich mache das heute Abend mal. Gerade beim Training auch eine Einheit, wo ihr laufen musstet, Shuttle Run. Da war eine Gruppe, da waren zwei Torhüter dabei. Manuel Riemann war einer von denen. Wieso lassen sich die Feldspieler das gefallen, beziehungsweise bist du dieses Jahr besonders fit? Ich habe in der freien Zeit viel getrunken, wenig geschlafen und scheinbar hat mir dein Körper das gut getan und dieses Jahr bin ich dann scheinbar besonders fit. Nein, Spaß beiseite. Wir haben unsere Aufgaben bekommen im Sommer. Ich war ein paar Mal mehr laufen, als aufgetragen wurde. Und ja, das war eine Gruppe, bei denen die Regenerationszeit kürzer war und da war ich dieses Jahr tatsächlich dabei, aber ich war auch selbst überrascht. Aber ja, deswegen durfte ich damit laufen und die anderen, aber das ist ja auch kein Dürfen oder Müssen, sondern das gehört halt dazu, die einen laufen nach Zeit, die anderen nach Puls. So, und ob du jetzt da oder damit läufst, machen musst du es trotzdem und deswegen ist es hat keine Bewandtnis, ehrlich gesagt. Günter Pohl, Radio Bochum. Ich glaube, du hast das Mikro gerade ausgemacht. Thomas? Funktioniert. Wollen wir doch mal testen. Thomas, wenn ich das hier so höre, der Jens hat gerade gesagt, welche Plakate am Trainingsgelände aufgehängt wurden. Dann gibt es ja eine Steigerung und ich befürchte, dass man von dir jetzt verlangt, dass da steht, wir grüßen einen Europapokal-Teilnehmer im nächsten Jahr. Vielleicht ordnest du ja das mal ein bisschen anders ein und sagst mal, wo die Messlatte hingehört, denn die Saison wird wahrscheinlich viel, viel extremer, schwerer als die letzte Saison und 7 Punkte gegen die beiden von oben kann man ja auch nicht fest einplanen, oder? Ja, das sind ja die Dinge, die ich ja schon versucht habe, ein paar Mal zu erwähnen. Also wir wissen schon, was auf uns zukommt. Im zweiten Jahr, man sagt ja immer, das zweite Jahr ist das Schwierigere. Liegt meiner Meinung nach immer an folgenden Dingen, dass man natürlich auch sehr viele Spieler, gute Spieler verloren hat. Das ist auch dem geschuldet, weil man ein tolles erstes Jahr gespielt hat. Dann, Manu hat es ja gesagt, dass jeder euphorisiert war, in die Saison zu starten. Auch das ist für mich ein Grund, ob wir genauso mit dieser Euphorie wieder reingehen. Wir haben es geschafft, dass wir den Verein mit den Fans wieder ein bisschen näher bringen. Das war ja in den letzten Jahren vielleicht auch nicht immer so der Fall. Und wir haben es gemeinsam geschafft, wenn man auch sieht, hier den Zuspruch, den wir jetzt erfahren durch die Leistung, die die Mannschaft einfach gezeigt hat. Und wir wollen schauen, dass wir wieder beide, sprich Fans und Mannschaft, auch das Ruhrstadion wieder zur Festung machen. Und dann wird es ja möglich sein, 3 Mannschaften hinter uns zu lassen und das ist dann natürlich erstmal das große Ziel. Philipp Rentsch von den Ruhrnachrichten. Es ist noch an, ja wunderbar. Eine Frage an Manuel Riemann. In der letzten Saison lautete das Ziel logischerweise Klassenerhalt, dieses Jahr auch. Ist es etwas schwieriger, sich jetzt nochmal auf das gleiche Ziel hin zu motivieren? Weil im letzten Jahr war es ja für alle etwas Besonderes, in der Bundesliga zu spielen. Viele waren auch zum ersten Mal dabei. Also ich kenne das Sprichwort, dass das zweite Jahr immer schwieriger wird. Ich will nicht sagen, dass es schwieriger wird, weil jedes Jahr in der Bundesliga ist meiner Meinung nach gleich schwierig. Es wird für uns, der große Unterschied für uns ist, dass wir letztes Jahr zum Großteil eine Mannschaft hatten, die sich schon ein Jahr eingespielt hat. Wir hatten am ersten Spieltag 1 oder ich glaube 2 Spieler, die wir integrieren müssen. Jetzt sind es in der Startelf am ersten Spieltag wahrscheinlich 4, 5 oder 6 Spieler. Und das ist meiner Meinung nach, wie es der Trainer gerade gesagt hat, der große Unterschied, dass man dann nach dem ersten Jahr Spieler verliert und neue Spieler dazukommen. Aber für mich ist es eigentlich kein Nachteil, weil wir haben Spieler gehabt letztes Jahr, wir sind nach Wolfsburg gefahren, wir wussten eigentlich gefühlt gar nicht, was auf uns zukommt. Die meisten von uns haben um 15.30 Uhr am Samstag noch gar nicht gespielt. Und dieses Jahr wissen wir, was auf uns zukommt und es wird halt für uns das Wichtigste sein und ich glaube, damit steht und fällt der Erfolg, den wir dann als Mannschaft und als Verein haben, dass wir jedes Spiel genauso intensiv und aufopferungsvoll spielen, wie wir das letztes Jahr getan haben. Und ich glaube, dann kommt auch die fußballerische Qualität zum Tragen und dann werden wir auch die nötigen Punkte holen, um in der Liga zu bleiben. Davon bin ich fest überzeugt.
Aber es muss halt diese Reihenfolge sein. Wenn wir denken, wir können ein bisschen mitspielen jetzt im zweiten Jahr, dann glaube ich, werden wir unser blaues Wunder erleben. Und das wird's oder das gilt in den kommenden Wochen, auch in den Testspielen, die jetzt natürlich auch gegen bessere Gegner sind, als die am Anfang noch da, waren, ist auch richtig. Aber trotzdem müssen wir unsere Spielweise da anpassen, dass das auch dann so aussieht, wie es in der Bundesliga aussieht. Und ich glaube, das war in Paderborn in der ersten Halbzeit bestens zu sehen. Wir hatten eigentlich, haben wir 2 oder 3 individuelle Fehler gemacht, was in der Vorbereitung passieren kann. Und dann hatten wir aber 2 gute Möglichkeiten, wo du eine machen musst. Und dann haben wir halt noch einen Fehler gemacht, den darfst du halt in der Bundesliga nicht machen und dann liegst du halt 1-0 hinten. Aber ich muss sagen, das war schon so ein Spiel, wie es in der Bundesliga zustande kommen kann. Und da müssen wir gucken, dass wir dann die Spieler auf unsere Seite ziehen, so wie wir es letztes Jahr auch getan haben. Aber mit den Fans und mit dem Stadion im Rücken zu Hause mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Christian Wob, Funke Sport. Frage an alle drei oder vielleicht auch an Thomas, also besonders an Thomas Reis, weil er das Programm kennt und bestimmen kann. Was sind so die Sachen, die abseits des Platzes im Trainingslager gemacht werden, um als Gruppe zusammen zu wachsen? Ich denke, das organisiert die Gruppe immer selber. Ich kann behaupten, dass ich ein Trainer bin, der natürlich der Mannschaft irgendwo viel Freiheit gibt, weil ich sage, Teambuilding, ob es dann abends vielleicht mal beim Zeugwart ist, wo sich die Mannschaft einfach einfindet, wo ein bisschen gesprochen wird, wo auch mal über den Trainer geschimpft wird, was absolut dazugehört, das kennt man aus eigener Erfahrung und das sind meistens die besten Teambuilding-Maßnahmen. Wir werden am Donnerstag natürlich auch noch eine Maßnahme für uns treffen, weil wir da definitiv nur einmal trainieren, wenn ich das schon mal vorwegnehmen kann, um da auch nochmal was gemeinsam zu machen. Aber wie gesagt, ich denke, die Abende und allein, dass du sehr viel aufeinander hängst, die Mannschaft sich einfach besser kennenlernt, das war ja auch so ein bisschen die Schwierigkeit in diesem Jahr. Für mich auch als Trainer, dass du unterschiedlich Bereiche oder zumindest die Spieler kamen aus unterschiedlichen Urlaubstagen zurück. Die einen haben früher trainiert, die anderen waren Nationalmannschaft. Auch da musstest du Rücksicht nehmen. Deswegen war es so ein bisschen im Moment so ein bisschen holprig. Jetzt haben wir die Möglichkeit, uns zu finden. Und wie gesagt, ich denke, die Abende bei unserem heimlichen Präsidenten, die sind, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr hilfreich. Weitere Fragen? Günter Pohl. Thomas, du hast es angesprochen, seitdem du hier bist, gibt es immer wieder neue Sachen, die du noch nicht erlebt hast. Corona-Unterbrechung, jetzt eine WM im November. Du hast es gerade gesagt, die Voraussetzungen der Spieler, die ja immer mehr geworden sind, wenn ich an das erste Testspiel denke, als wir fast mit der Jugendmannschaft gespielt haben. Wann denkst du, dass du die Mannschaft alle auf dem gleichen leistungsmäßigen oder körperlichen Niveau hast, um dann wirklich auch aus dem Vollen schöpfen zu können? Jetzt fallen ja schon wieder einige Spieler aus durch überraschende Verletzungen, Augenoperationen. Wie kriegst du das hin, dass du das so auf den Punkt und wann willst du schon vielleicht bei der Generalprobe das sehen, was du dann auch in der Bundesliga sehen möchtest? Ja, sehen möchte man natürlich relativ schnell. Wir haben ja immer Trainingsschwerpunkte, wo man versucht, der Mannschaft zu helfen. Was haben wir vor in der Liga? Und es ist so, wie es ist. Natürlich kommen immer Verletzungen. Gerade mit Jacek war natürlich sehr, sehr überraschend. Aber das gehört leider nun mal dazu. Da musst du drauf reagieren. Ich sage immer, dafür bekommen andere Spieler mehr Spielzeit. Wichtig ist, dass wir im DFB-Pokal gegen Viktoria Berlin, dass die Mannschaft da auf dem Top-Niveau ist. Weil dieses Spiel, ist normal, musst du einfach gewinnen. Das sind immer die schwersten Spiele, gerade gegen unterklassige Mannschaften. Und wir haben jetzt noch 3 Wochen Zeit. Und ich möchte natürlich, wenn es geht bei der Generalprobe, sollten die Jungs schon so weit sein, dass wir dann auch definitiv tauglich sind für DFB-Pokal und Bundesliga. Noch eine? Ja, Anschlussfrage an Toto. Toto, du bist jetzt wahrscheinlich, das entscheiden wir ja nicht, das entscheiden wir in Frankfurt, in dieser kommenden Saison der älteste Spieler in der Bundesliga. Du hast in den Jahren zuletzt immer die jungen Spieler herangeführt, jetzt kommen zum Großteil ja ausschließlich erfahrene Spieler. Kannst du dem dann vielleicht auch noch das eine oder andere mitgeben, was den Teamspirit angeht, was das ist, was den VfL besonders macht? Und natürlich auch eine Scherzfrage, bekommst du als ältester Bundesligaspieler auch dann eine separate Autogrammkarte? Das weiß ich nicht, ob ich eine besondere Autogrammkarte bekomme, aber
Nein, für mich hält das Spiel noch keine Rolle. Muss man einfach nur alles geben. Und wir sind noch mehr Spieler, die schon lang dabei sind und die noch den Weg an den Neuzugang noch geben können. Und jeder darf noch in der Mannschaft was sagen. Auch wenn der von der A-Jung noch zu uns kommt, er darf noch seine Meinung zu äußern. Und ich glaube, das ist noch wichtig, nicht nur die Jungen zu zeigen, sondern die ganze andere, wo wir hingehen möchten. Und ich glaube, letztes Jahr haben wir noch geschafft, fast alle Leute von uns noch in die Richtung hinzugehen. Und müssen wir mit den Neuzugängen, die auch zu uns gekommen sind, auch müssen wir auch denn zeigen, was macht den VfL Bochum so gut die letztes Jahr. Und ich glaube, kriegen wir das hin. Wir sind noch genug erfahrene Spieler in der Mannschaft. Und wenn noch andere erfahrene Spieler noch ihre Erfahrungen noch bringen können, dann das kann nur für uns hilfreich sein.